glaube, dieser Übergang, was du auch zum Schluss gesagt hast, dieser Punkt, es liegt an uns. Es hat mit dem eigenen Konsum zu tun. Es wurde ja auch den Mahnwachen schon vorgeworfen, dass wir irgendwie esoterisch nur unterwegs wären oder sowas. Aber tut mir leid, ich kann es nicht abstreiten. Es hat mit dem Bewusstwerden zu tun, dass man nicht mehr alle Scheiße kauft. Dass man nicht mehr alles braucht und dass das meiste, was man zu kaufen ist, schlecht für uns ist und sowieso im Müll landet, so wie es im Moment produziert wird. Ja? Also es hängt mit dem eigenen Konsum zusammen und mit den eigenen Entscheidungen, die man im Leben trifft. Was kaufe ich, was unterstütze ich nicht. Da sind wir einfach heutzutage, da es eine globalisierte Welt ist, mit in der Verantwortung. Und dieser Punkt kann man, glaube ich, auch nicht oft genug sagen. Wir werden nicht, das hat der Marx so schön gesagt, wir können nicht die Denkstrukturen der Politiker ändern. Aber wir müssen selbst anfangen und nicht mehr wie die Zombies da rumrennen von Geschäft zu Geschäft und gucken, dass wir die Tüten voll haben mit irgendeinem Scheiß, weil wir dann denken, dann geht es uns besser. Das stimmt nicht, es ist gelogen, es ist scheiße. Ja, also ich brauche die Politiker nicht, brauche ihr die? Also fangen wir einfach an. Wir machen es einfach. Scheiß auf deine Ja-Zustimmung. Scheiß drauf, wir machen es einfach, okay? Und wenn wir nur 30 sind, das reicht doch. Wir brauchen doch gar nicht mehr zu sinnen. Entschuldigung, ich will nicht so ausrasten. Das war jetzt hier, das ist immer der scheiß Freestyle. Da geht mich immer... Also haben wir noch irgendwen? Ja. Moi!